Timo ist Fünfter? Was erwartest du? Digga, was ist das denn? Er kann ja wirklich gut fahren. Aber bist du mit Lenkrad so viel schlechter oder einfach kein Bock zu schwitzen? Oder da spielt irgendein Kumpel von ihm, der spielt Mason Mount oder so eine Scheiße. Kannst du mir doch nicht erzählen, dass du das spielen kannst? Das ist neu, aber ich war bei halt, ich hab immer... Ja. Was? Man hat es nicht verstanden. Der Rest war weg. Ich hab immer mit Controller gespielt, deswegen. Ja, aber ohne Scheiß, du musst es ehrlich machen. Wenn du einmal umsteigst, ist viel geiler, Mann. Ja, zum Beispiel Kai hat sein Lenkrad jetzt. Kai, wie lange hast du schon? Du hast dein Lenkrad schon 2-3 Monate, ne? Ja, ich bin jetzt zu spät reingekommen. Ich spiel. Lukaku fährt da. Was? Der Lümmel fährt da Lukaku durch die Gegend, Digga. Ja, kannst du mir das nicht erzählen? Ey, ich bin mal wirklich für eine gemeinschaftliche Wette unter uns allen, dass der Schlechteste einfach bluten muss. Sag ich euch ehrlich. Okay, der Schlechteste gibt... Ja, warte. Was macht der Schlechteste? Das Problem ist, wir können da nicht mitspielen, weil wir... Was wollt ihr uns geben? Ja. Liebe. Liebe. Nein. Ich meine, wir haben ja keinen irgendwie so Sub-Account oder was wir haben. Sub-Account. Ja, passt. Okay, Entschuldigung. Ja, ich gebe dir ein Vertragsangebot bei Delay Sports. Wie sieht's aus? Ist viel wert. Delay Sports, ja, nein, vielleicht? True. Ich sehe dich da im Sturm. Nee, sag mal, ein bisschen Torwart, ich bin ein guter Torwart. Nächstes Jahr Kreisliga 10, wir haben Ambitionen. Oh, Regen. Wir fahren im Regen. Oh nein, Regen, Digga. Oh, ja, okay, lass doch keine Wette machen, okay? Doch keine Wette. Da wird der Eli wieder ausscheiden. Nein. Entspanntes Fahren einfach. Entspanntes Fahren, Jungs. Ich werde jetzt fahren und du wirst am Ende nur meinen Arsch sehen, weil du nichts sonst... Mods, mehr als 5, also mindestens 5 DNFs, ja oder nein? Ey, ich kann das gar nicht, ne? Ich finde, das ist mit Lenkrad richtiger Krebs. Das mit Controller besser. Ja, scheiß Controller-Schwitzer. Einmal den scheiß Nöppel drehen, bist durch die Kurve gefahren. Also, es ist echt scheiße. Wer auf die Idee kam mit Regen, wirklich jetzt, der soll einen Scheiß machen. Bist du schon raus? Jetzt los. Ey, ich bin noch gut dabei. Ja, hast du also schon gepracticed? Digga, man kann doch gar nicht steuern, man, es geht gar nicht! Alles klar? Also wenn es Regen bleibt, bin ich nicht schlecht dabei. Digga, Timo, du bist auf der 4? Digga, ich bin immer noch nicht durchs Ziel gekommen, ne? Digga! Ey, Timo, leg mal ehrlich den Controller weg, ist wirklich unfair. Ja, der zweite ist tatsächlich ein Kollege, der sitzt bei mir oben auf dem Dachboden und zockt auf der Leinwand. Auch Controller-Schwitzer. Der zockt so viel der Mann. Der ist Controller-Schwitzer, der sagt mir heute, er spielt auf KI 110. Ich hab gehört, jetzt, wenn man direkt Gas durchbrettert, ist nicht so gut, ne? Nee. Bremsen erstmal, direkt am Anfang Vollbremsung. Und dann langsam kommen lassen. Ja, doch. Nee, ich weiß nicht, ob es so gut war. Boah. Die Schelle fliegen alle weg. Boah. Fliegen sie schon, da sehe ich schon alle rumfliegen. Die fahren hier. Boah, gute Kurve. Boah, Kai. Alles gut? Oh, geile Strecke. Auch die Sonne steht so tief, Alter. Nein. Ich dachte, ich kann so ein bisschen gegen ihn fahren, so ein bisschen Körpereinsatz. Wow, shit, wie gut bin ich? Alter! Das war das Heftigste, was ich je gemacht habe in Formel 1. Real Talk, das war das Heftigste, was ich je gemacht habe. Mann, wer ist denn das wieder hinter mir? Der gibt sogar ein Leben. Ich bin gegen anders gefahren. Ja, fahr du wieder. Junge, wie fährst du, Alter? Sehr gut. Wie viel da ist Timo? Was? Digga. 15. Boah, ich bin direkt hinter Valentino. Mit der Windschatten? Oh, ich krieg ihn so hinten dran. Ja, guck mal, wie Anders fährt. Anders ist auch so stark. Mann, Digga. Ey, was ist das, Mann? Ich hab keinen Flügel, ich kann nicht lenken. Nur weil ich war am Anfang ganz gut dabei und dann werde ich da ein bisschen rammen, nur so ein bisschen und dann habe ich mich gedreht. Jetzt hat mich die Box verpasst. Bin gerade so am Schwitzen, Eli, das kannst du dir nicht vorstellen. Merkt schon. Boah, ich fahr wirklich. Also Chat, ich fühle mich mittlerweile so gut am Pedal, aber ich muss die ersten Runden überstehen. Ich muss die ersten beiden Runden überstehen ohne Flügel. Mit Flügel. Dann ist alles möglich. Der Ball ist rund und ein Spiel dauert 90 Minuten.
P18 hat mir einfach das Rennen gekostet gerade. Er steht einfach verkehrt auf der Strecke und ich bin ihm reingefahren. Flügel verloren. Boah. Digga, ich glaube, Timo schwitzt mehr als in der scheiß Champions League, Digga. Ich höre dich seit 10 Minuten nicht mehr reden. Es sind nur zwei verkackte Pullover, mein Gott. Wie da bist du? Dritter? Vierter. Digga. Ist schon wieder hier Kollege Schnürschuh Erster? Alter. Nee, der war Zweiter. Ey, GG's war das schwitzig. Fuck, war das schwitzig. War ein geiles Duell mit Valentino, Lazzaro und Bengo. War Rennen kann man mitnehmen, Alter. Weil ich habe am Anfang so viel Scheiße gefressen. Ich sag ehrlich, war okay. Komplett. Tino, du führst 2-0, ne? Digga, ich weiß jetzt auch, warum. Kai ist stumm. Kai hört man nicht, er ist stumm. Und ich glaube nicht, dass er weiß, dass er stumm ist. Tino ist jetzt full mute, jetzt ist er nicht full mute. Tino, ja, der du probiert musst aus. Du musst Ein- und Ausgabegerät ändern, Tino. Es ist schon wieder Regen. Es ist schon wieder Regen. Es gibt's ja nicht. Timo, jetzt schließ mal deinen Simulator an. Controller-Schwitzer sind im Regen unfair. Ich bin dafür, dass du von hinten startest. Ja, ich war doch im Rennen auch gerade Vierter. Ich hab doch bestätigt meine Position. Ja, weil du ein scheiß Controller-Schwitzer bist, Mann. Ich muss hier kurbeln wie so ein scheiß Busfahrer. Und du machst immer den Nöppel nach links. Kai bleibt ja, wenigstens stabil und fährt Simulator, sag ich euch ehrlich. Hier hat Timo wieder am Nöppel gedreht. Ist wahrscheinlich schon um die Kurve. Digga, also wirklich, wer hat sich Regen ausgedacht? Und du kannst nicht fahren, man kann nicht fahren. Digga, es ist so scheiße! Ich hasse alle Controller-Spieler! Ich hab keine Flüge mehr. Ich hab keine Flüge mehr im Regen. Ja, ich lass es geschehen. Sie sollen mir. Was soll passiert sein? Es hat geregnet! Mann, er fragt mich, was passiert ist. Alle haben die Session aufgegeben. Timo, wo bist du? Fährst du gut? Oh, fast gedreht. Ja, okay. Ja, hier alle. Ich wurde 13. Cool. Okay, jetzt auch kurz. Seid ihr schon durch die Ziellinie alle? Nein. Also ich bin auch am Anfang. Ich brauche noch ein bisschen. Also, ich bin Tino, ich wollte nur sagen, bei mir hat Discord komplett aufgegeben. Keine Ahnung warum. Was? Aber was ist? Bei mir hat der Discord komplett aufgegeben. Ich habe euch nicht mehr gehört, gar nichts. Okay. Tino aber ist jetzt auch nicht mehr im Discord, also ich weiß nicht, was der Mann da eingestellt hat. Ja, ich bin jetzt eben weg, ich gehe jetzt Abendessen, aber nur also ich habe da 15 Minuten probiert, Discord hat irgendwie Geist aufgegeben. Okay. Ja, aber ich habe dich gehört die ganze Zeit. Ich habe euch gar nicht gehört. Ja, er hat uns nicht gehört. Ihn haben wir gehört. Achso. Ja, ich kam mir so alleine vor, deshalb habe ich jetzt abgedreht. Okay. Also dann, hat mich gefreut auf jeden Fall. Vielleicht bis zum nächsten Mal. Jo. Viel Spaß. Jo. Guten Hunger, ciao. 13. nur. Hey, Timo, auf der 4. Ey, machen wir. Timo, ich bin 11, okay? Und ich fahre nicht Controller. Wenn ich dich in dem Rennen hole, 10 Subs. Okay. Okay. Ich schwöre, du neben mir bist, ich schieß dich einfach ab. Digga, wenn ich neben dir bin, mach ich einfach deinen Flügel kaputt. Dann kommt einfach mal der Ellenbogen links raus und dann machst. Chat, wir machen eine Wette. Hol ich Timo Werner ein, ja oder nein? Lauch, ich schwöre, es ist halt, hier braucht man gar nicht wetten, weil es ist, wenn dich einer nur leicht berührt, bist du einfach tot. In Kanada? Ja, überall. Egal auf welcher Strecke. Wenn dich einmal jemand ein bisschen rammt, was willst du da noch machen, ne? Ich hätte nicht gedacht, dass die so schwitzen. Kai ist scheiße, aber Timo ist gut. Ey, ohne Witz, Timo, ne? Vielleicht mal irgendwann auch auf Lenkrad umsteigen, E-Sport-Karriere anstreben, sag ich dir ehrlich. Muss noch an meinem Start arbeiten. Was für Stau? Der meinte, dass er im Stau ist. Gib mir mal Gas. Okay. So. Wilder Start von mir. Bei mir alles gut. Und jetzt bin ich nicht mehr holbar. Timo, wo bist du? Welcher Platz? Siebter. Ja. Kai? Noch der Dritter. Der hört uns nicht, ne? Ach, Dritter! Ja. Ach, scheiße. Dritter ist er. Noch. Ich hab siebter.
Ich hab siebter verstanden. Oh mein Gott! Ja, hinter mir. Und es ist doch scheiße! Ich dachte, so viele DNFs machst du nicht mehr. Digga, Eli, das war ich. Junge, aber einer gibt doch seine ganze Batterie. Warum so jetzt? Eli, das war ich. Warum so? Wer ist denn? Wer ist dieser QWRRE? Wer ist denn? Ich muss wieder getötet werden. Ich bin wieder in der Box. Es tut mir leid. Ich hab einen Dreher gemacht. Und ich bin wieder in der Box. Ey, lass mal draußen treffen auf dem Kaffee, Eli. Mal, Digga, ich guck jetzt Timo zu. Das kann doch nicht sein, Digga. Eli, ich sehe uns in der Analyse-Ecke, wo der Fehler war. Ja. Wer hat dich gerammt? Ich mich selber. U-W-R-E geht mir so auf den Zeiger hinten. Der klebt aber auch wirklich. Der klebt an deinem Poppes hinten dran. Ja, guck, aber jetzt, der überholt immer hier. Macht aber gut. Boah, aber hinter dir ist ja auch noch einer. Okay. Ah, das ist doch Bengo! Was ist da los? Wow, was habt ihr da für ein Duell? Uff! Harvey Dent hat die Session verlassen. Harvey Dent. Da gab's so ein Rage-Quit. Einen haben wir noch. Baku haben wir noch drin, Eli. Nur ein Rennen, oder wie? Ja, eins haben wir noch. Timo, in Baku. Realistische Einschätzung, kannst du? Digga, der Mann fährt dir einen weg, Digga. Das ist unglaublich. Ja, es kann ja sein, dass er Streckenglück hatte. Kann ja sein. Baku mag dich. Der schwitzt mehr als in der scheiß Champions League. Machen wir eine 10 Giftzapfette. Schon wieder. Du willst deine 10 wieder reinholen, oder nicht? Ja, wir können auf den Deckel schreiben. Wir müssen uns halt überlegen. Ich gebe dir irgendwas anderes. Ja, kein Problem. Okay, dann mach mal 10, bin ich vor. Alles klar. 10 Giftzapfs, klasse Sache. Fuck, Digga, du hast doch Baku ausgewählt! Nein! Baku mit Schaden wird einige DNFs geben. Was ist das? Ist das sowas wie Monaco? Ja. Ja, das aserbaidschanische Monaco. Ja, es gibt so 1, 2, 3, 4, 5 knifflige Kurven. Du hast halt gar keine Auslaufzone, ne? Bei der einen Kurve ist Edi, der fährt den schon mit. Bei dieser ganz engen. Sagst du die Burg? Sagst du Eli in der Burg? Ja, Karl, Burg-Section. Eli in der Burg. Ciao. Ich bin underrated. Gut jetzt. Mach ein Hunter-Chemistry-Style drauf, dann läuft es. Hunter drauf, merkst du keinen Unterschied. Hunter drauf, merkt ihr keinen Unterschied. Okay, Chat, macht eine Wette. Bin ich vor Timo Werner? Ey, ich fahr ehrlich gut. Ich find auch, ich fahr nice. Chat, mal eins, wenn es gerade gut aussieht. Ohne Witz. Digga, ich hab das Lenkrad so fest in der Hand, ne? Ich auch. Ich zerbieg grad fast meinen Controller. Das hat die Session aufgegeben. Ich bin ab 315 auf dem Tacho, 320 auf dem Tacho, 325 auf dem Tacho. Bob, super. Gut gespielt, gut gefahren. Ich seh mich da. P10, stabil, P10. P12, P12. Du bist 12? Ich glaube, ich bin auf der 12, wenn ich mich da nicht verguckt hab. Und illegal auf der 12. Ja, ich bin letzter, die anderen sind auch. Ist okay. Ist trotzdem okay. Ah, fuck. Timo ist auf der okay. Timo ist 3 Sekunden schneller als ich. Unglaublich, was bist du für ein scheiß Öler, Junge? Warum bist du 3 Sekunden schneller? Wie machst du das? Hast du Setups oder wie machst du das? Digga, das spielt Romelu Lukaku da unten irgendwie mit einem dritten Bein an, das kannst du mir nicht erklären. Hey, Digga, ich finde Lukaku nicht voll chip, Digga. Hast du Lukaku mal auf Englisch versucht zu erklären, dass er in Deutschland ein Meme ist? Von dem TikTok? Hast du ihn mal mit Lukaku angesprochen? Okay, ich habe jetzt eine Frage, Timo. Ja. Duscht Lukaku mit oder ohne Unterhose? Junge, das hast du schon fünfmal gefragt. Es interessiert mich, Digga, dass die Frage lässt mich nachts nicht schlafen. Ich will dazu keine Auskunft geben. Also ohne. Okay. Nee, ich sag dazu gar nichts. Warum fragst du keinen Scheiße nicht? Immer fragst du mich. Weil der Junge stumm ist und ich weiß, wie man sich entstummt, Digga. Der Typ hat so viel Stress mit Ich sag, Timo steht in der Umkleide mit so 5 Handtüchern so richtig beschämt in der Ecke. Das ist meine Prediction. Und ist heimlich am Formel 1 trainieren. Ich glaube, wenn Timo seine Badelatschen zu Hause wenn Lukaku seine Badelatschen vergisst, dann muss Timo sie ihn immer ausleihen. Und dann sitzt er immer so völlig traurig da rum. Und dann kommt Lukaku mit seinem Bretter da. Give me your shoot. Warte mal jetzt hier, konzentrieren. Mann, Digga. Nein, jetzt werde ich mich kurz konzentrieren, Chat.
Guck, genau das wollte ich nämlich nicht. Mich nicht konzentrieren, damit ich am Ende hier wieder einen kaputten Scheißflügel habe. Ja, guck. Weil, oh, ich hab. Hey, Digga! Mann, Eli! Nein! Ich ja, natürlich! Mach das vierte Mal das Rennen kaputt. Hey! Wurstparty. Wurstparty ist es. Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Ja, und jetzt. Digga, das ist ja bodenlos. Das ist ja bodenlos. Oh, hab keine Flügel? Mann, Wurstparty. Hier gibt's keine. Oh, Digga, Wurstparty, letzte Runde von Ihnen. Ey, Timo! Timo, gehst du solidarisch in die Box? Ja, ich geh. Ich muss auch. Ey, ich werd angeschoben! Ich hab ja auch Boxauto gefahren. Okay, Box, Box, Box! Tut mir leid, King Möwald. Ah, leid. Ja, ja. Ich kann nicht reden. Ja, ja, Mann, Wurstparty, du Arschloch! Driver! Digga, ich werd so oft getröstet hier gerade von Petronas hier, ne? Ich hab aber eine 2-Sekunden-Strafe beim Start. Digga, ich werd so oft. Naja, ey, wir machen faires Racing gleich, Timo, okay? Warte ein bisschen so in der Box. Getröstet von dem Mann. Ja, ich muss auch in die Box, bei mir ist alles kaputt. Der Bio-Party. Ich schmeiß Wurstparty höchstpersönlich raus. Oh, hinter mir hat's gerade Arnes in die Bande gesetzt. Das ist immer schön zu sehen. Wir sind wieder in der Viewing-Party-Chat. Ich kann nichts dafür. Ich kann, mein Augen kann nichts dafür. Fuck, Timo, fährst du schon wieder raus? Ist raus mit dir. Ah ne, da bist du hinter mir. Warte kurz, okay? Warte kurz, faires Racing. 1 gegen 1, komm. 1 gegen 1. Ja, komm. Ja, komm. Oh, ich bin sogar noch ein netter Spieler. Ja, ich war, das rechne ich dir auch hoch an. Ich habe aber eine 2-Sekunden-Strafe, die muss man am Ende draufrechnen, okay? Ja, ja, ja. Soll ich vor dir fahren oder willst du vor mir? Ah, ja, warte. Warte, brauch noch ein bisschen. Muss kurz einen Rückwärtsgang rein. Nicht dein Ernst, oder? Ja, aber gab Probleme. Gab kurze Probleme. Ich sag dir Bescheid, wenn ich da bin. Ich musste kurz kurven. Da ist er! Da ist er! Ey, faires Ding, fair gewartet. Ägypten Finale. Cool. Okay. Kampf der Titanen. Ägypten Afrika Cup Finale. Macher. Faires Racing. Boah, ich mach kurz rüber. Ja. Hab ich Probleme? In der Verlängerung. Ach ne, Elferschießen. Weitergekommen. Die Besten. Sisu. Hä, wie kannst du da so einfach über den Curb drüber ballern? Über die Curb kann man gut fahren. Die auch. Es gibt, glaube ich, nur 2 oder 3, die man richtig Boah, starker Save. Ja, alles gut. Der hat schon wieder 1,5 Sekunden auf mich rausgefahren, ne? Das ist geisteskrank. Wie machst du das denn? Spricht Timo nicht? Digga, der Typ ist der Öler, den es gibt. Er konzentriert sich die ganze Zeit. Das ist so schön, Digga. Der nimmt es so ernst, der will diese Elevate Hoodies so dringend. Die Wette war, wenn ich vor ihm komme, dann kriege ich 100, nee, 30 Subs, wenn nicht, dann muss ich ihm was von Elevate schicken. Und seitdem hat der Mann nicht mehr geredet. Ich höre immer nur durch, sagen, bin auf der 3 oder so, aber die Runde bist du Schmutz. Ja, ich muss ja warten. Der ist so traurig, er wartet auf mich und fährt einfach in einer Runde 3 Sekunden raus. Ich könnte so weinen. Ey, es geht nicht, es geht nicht! Ey, das bricht mich richtig krass gerade. Das ist schlimmer, als wenn du Weekend League verlierst, wirklich. Ich sag's dir so, wie es ist, das ist schlimmer. Eli, du wirst ja, es verstehen können. Das ist schlimmer, wenn du, als wenn du ein Full-Icon-Team hast und dann wirst du von 84er Timo Werner Gold-OP-Karte abgeschossen. So ein Ding ist das. Er dachte. Er kommt, Timo. Ja, ja, aber der kommt nicht. Also seine ganze Batterie hat er jetzt aufgebraucht. Achtung, er kommt! Und er ist weg. Hey, King Möwald, hau ihn raus! Er hat probiert. Er hat probiert, ja. Er ist rutschen gegangen. Das ist so ein Disrespect. Das ist so ein Disrespect. Holt er ihn jetzt wieder? Das ist so ein scheiß Disrespect. Warum sind das so eine Öler? Bei mir bremsen die nicht so, das ist doch verbuggt irgendwie. Das ist doch, bei mir bremsen die nicht so, das ist...
Ich hab so fest mein Lenkrad in der Hand. So, und da gehst du jetzt einfach drüber über die Körbs. Oha! Haha! Ja, ja, komm! Verrückt dich! Ich will den so in den Unfall reinzwingen. Warum spielst du nicht mit Lenkrad? Ich hab keins. Ja, und dann sagst du zu mir, ich soll mir. Du hast doch ein Lenkrad, aber du spielst mit Controller, warum auch immer. Hey, also erstmal Formel 1 schon. Eieiei. Ist der Flügel kaputt? Nee. Ja, ey, was machst du denn? Was machst du denn? Ich glaub's. Ja, wollen wir zusammen noch mal in die Box? Ja, komm, letzte Runde. Wir legen die letzte Runde schon. Ja, komm, wir gehen zusammen in die Box. Fahr du als erstes an die Box. Fahr du rein. Ja, gut. Oh, wow. Ja, danke. 3 Sekunden, Alter. Okay, letzte Runde, komm. Alles oder nix. Ja, Mann. Musst aber warten auf mich. TV-Kamera, Übertragung. Ne? Digga, der Erste, ne? Ich guck mir jetzt an, wie der Erste fährt. Die bremsen ja kaum. Timo, bist du da? Ne, ich komm noch, warte. Soll ich vor dich oder bist du vor mir? Ja. Ich, Alter, das ist aber Vorsprung. Ja, egal, ich hol dich, komm. Ich bin da. Aber jetzt habe ich ja den Vorteil mit DRS am Ende. Ja, komm. Ja. Ey, du sollst überholen! Was machst du denn? Du sollst überholen! Viel zu schnell! Was? Ist dein Auto noch da? Du bist raus! Wie soll er denn reagieren? Na, ey, das war nicht mein. Das war nicht mein Fehler. Das war Wahnsinn, ey. Geil. Tut mir leid, ich hab mir's anders überlegt. Ich dachte, du fährst vorbei, so, weißt du? Kein Problem. Komm, ich mach Dings. Nein, wir machen null. Ja, wir machen null. Ich mach den Ehrenmord. Okay, Jungs, hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Ey, es war sehr geil, ja. Wir hören uns alle miteinander. War echt cool, ja. Vielen Dank. Ehrlich. Macht's gut.